Jawohl. So, willkommen im Porsche Himmel. The Porsche engineers knew exactly what their objective was. To make the new 911 GT2 RS the most powerful Porsche for the road. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder mit Benny bei Porsche unterwegs. Ganz förmlich nochmal, hallo. Okay. Wir haben das lange geplant, dann kam Corona dazwischen, dies, das, jenes. Aber ja, es ist mir eine große Ehre, dass du mir das hier heute zeigen darfst. Ja, ich bin auch gerne mit euch hier dabei, freue mich auch sehr. Für uns, für mich ist auch eine Riesenehre. Vor allem, wir werden nicht alleine sein. Wir werden nachher noch den Alexander Klein treffen. Der ist hier der Herr des Hauses, der Chef der Sammlung. Der wird uns auch ein bisschen was zeigen, aber im ersten Schritt schauen wir jetzt mal zusammen hier durch. Ja, ich bin ein bisschen abgelenkt auf jeden Fall, weil mein Herz schlägt ja aktuell immer mehr für den Rennsport. Ja. Ich groove mich da so ein bisschen ein, auch gerade was Geschichte angeht, also was so Modelle angeht und so weiter, weil viele Autos sind einfach älter als ich selber, übertrieben gesagt. Ne? Kenne ich. Das heißt, entweder man lernt das ja richtig aktiv oder man weiß es halt einfach nicht, ne? Ja. Aber geil, okay, wo sind wir hier? Was geht hier? Also wir sind hier quasi in der Lagerhalle der Sammlung der Porsche AG. Also ein Teil der Sammlung befindet sich einfach hier. Ein Teil ist natürlich ausgestellt im Museum. Aber das ist so quasi die Logistikdrehscheibe. Also die Autos kommen und gehen hier jeden Tag. Die werden von hier nicht nur in die Ausstellung, ins Museum transportiert. Die werden dafür hier vorbereitet. Genauso werden die von hier aus in alle Welt verschifft. Also wenn es auf Veranstaltungen geht, auf Messen und so weiter, weltweit. Das ist hier so die Logistikdrehscheibe. Es ist wie gesagt nur ein Teil der Sammlung hier, der Teil, mit dem wir mehr arbeiten. Teil der Sammlung, wir hatten das schon mal, es gab ja irgendwann so den Punkt, wo man sich als Hersteller sagt, scheiße, wir haben viel zu wenig Autos gesammelt früher, weil das früher einfach so, wo hatten wir das neulich? Das ist halt wirklich so teilweise nach einem Rennevent war, das war bei den LMP-Autos zum Beispiel auch so, ne? Saison war rum, Ding weg, am besten irgendwie Sponsor oder Importeur, wie auch immer, ne? Ja. Neues Auto gebaut. Sind das alles Fahrzeuge, die er damals direkt in die Sammlung genommen hat oder sind hier auch Fahrzeuge bei, die nachträglich wieder dazugekommen sind? Es gibt beides. Also beides. Wir haben beides. Man muss dazu sagen, früher hat man keinen allzu großen Augenmerk gelegt auf das Thema Geschichte. Das kam erst natürlich mit der Zeit. Für uns heute einer der wichtigsten Pfeiler unserer Historie, das was wir quasi als Rückgrat haben. Und wir haben viel gesammelt. Früher haben die Kollegen in Weissach im Rennsport selber gesammelt, dann gab es so ein kleines Museum, die haben auch irgendwie so selber zusammengesammelt. Ein paar Autos hat man in der Vergangenheit getauscht, hin und her, aber Rennwagen haben wir tatsächlich immer mal wieder welche behalten. Nicht systematisch, mittlerweile macht man das alles systematisch, aber so haben wir eigentlich an Rennwagen die wichtigsten haben wir da. Wir haben aber nur Rennwagen hier oder auch ganz normal modellbezogen alles querbeet? Also sagen wir es mal so, es ist einfacher zu beantworten, was wir hier nicht haben. Kann man so grob den Zuschauern sagen, wie viele Autos in Summe Porsche hält? Also ob man da eher von 50, 100, 500, 1000 Autos so... Ja, also ich war ja früher mitverantwortlich für die Sammlung, da wusste ich das sehr, sehr viel besser. Mittlerweile mache ich ganz andere Dinge hier im Unternehmen. Habe aber immer noch viel mit den Kollegen hier zu tun und mein aktueller Stand ist, dass es etwa 700 Exponate und Fahrzeuge in der Sammlung gibt. Können wir aber nachher nochmal erfragen. Ja, wenn wir jetzt für jedem Fahrzeug ein Video machen, haben wir die nächsten 3 Jahre. Kommt uns. Man läuft hier einfach so, also das wird das Problem sein heute den ganzen Tag, dass man eigentlich bei jedem Auto heute Abend stehen bleiben muss. Ja. Was ich hier extrem, wo ich wirklich erstmal einmal gucken muss, ah, das ist Kevlar da rein laminiert, ne? Ja. Ist der so gefahren? Der ist so nicht gefahren. Der aber ist so geil, nicht Alter, gefahren. Das ist direkt wieder so eine Optikidee, die ich sonst so in der Tuning-Szene zumindest noch nie gesehen habe. Ne? Das ist auch der Grund, warum die Kollegen den gelassen haben. So ein, vor allem, du kannst sehr, sehr schön an dem Auto die Carbon-Epoche zeigen. Das ist das erste Vollcarbon-Rennfahrzeug von Porsche. Der GT1 war der erste Porsche-Rennwagen, der ein Carbon Monocoque-Chassis hat, ab der Saison 98. Das Auto steht also stellvertretend für die Carbon-Phase im Motorsport, die damals in den 90ern so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und deswegen hat man den auch blank gelassen,
damit man es klar sieht und weil es halt einfach mega gut aussieht. Dann noch die Vollgeil, vor allem jeder Normale würde denken, mit diesen Schattierungen, ich hoffe, die kriegt man in der Kamera so drauf, dass das eher so ein Artwork ist, was da drauf ist. Ne? Ja, stimmt. So, ne? Auch gerade so, wenn man auf den Heckbereich hier drauf guckt. Ja, das sieht man schön. Ja, weißt du, ist ja so ein ganz bisschen ist ja so, ne? Aber es sieht dann doch eben so geil glatt aus, das Carbon. Ja. Also viele dieser Rennen, also schaut zum Beispiel, der fährt auch, ne? Der war in Goodwood, da ist der Startaufkleber noch da von Goodwood, das Ding fährt. Das ist halt auch eine Besonderheit hier an der Sammlung oder an unserer Sammlung. Wir gucken oder die Kollegen schauen, dass sie einfach viele Autos am Leben halten, damit die genutzt werden können. Macht es auch sehr spannend, vor allem für den Mechaniker, weil du so ein breites Spektrum hast eigentlich an 100 Jahren Automobilgeschichte. Das älteste fahrbare Auto hier müsste aus den 20er Jahren, 1920er Jahren stammen, muss man ja sagen, und bis heute halt. Das heißt, die sind alle lückenlos fahrbereit? Nein. Also aber die werden schon dann speziell immer wieder für den Einsatzzweck? Genau. Das heißt, die müssen ja auch nochmal zusätzlich ein unfassbares Lager an Teilen haben, ne, für solche Fahrzeuge. Genau, das auch hier. 5 Jahre Content. Das ist ja das Auto, wo Jean-Pierre neulich noch gesagt hat, der bestklingendste Porsche der RSR. Ne? Ja, ich muss einmal gucken, Abgasanlage, gibt es hier überhaupt eine Abgasanlage? Wobei, da muss man ihn nochmal fragen, welchen RSR er genau meint, weil er und ich haben mal vor vielen Jahren eine Videoserie hier oder ein Video einer Serie gedreht. Und da war ein, ich glaube, es war ein 996 RSR. Den fanden wir klanglich mega. Ich weiß nicht mehr genau, welchen er gemeint hat, aber der klingt definitiv auch. Nee, super. Es war auf jeden Fall explizit die Aussage. Was neuer erstmal, nee, nur erstmal RSR. Ah, okay. So, ging jetzt gar nicht unbedingt einen speziellen, aber definitiv RSR. Ne? Und steht auch hier klare Ansage. Ne? Das ist mir auch direkt aufgefallen. Sauber. Ja, das ist halt bis heute so im Rennsport. Ne? Das ist einfach krass, wie viel breiter das Ding ist. Ne? Ja. Sieht man schön an den Schwellern hier, wie weit die rauskommen. So viel breiter ist er im Prinzip zur normalen Karosserie. Er ist ja auch nur in der Langstrecke mal eingesetzt worden. Ne? Also da gab es kein Sprintrennen oder so viel, das war immer Langstrecke. Ja, der ist auch nicht unbekannt, ne? Velo Mantai. Wollte gerade sagen, den habe ich tatsächlich zumindest live auf jeden Fall im Fernseher einmal gesehen. Ja. Ich finde einfach diese polierten Felgen für einen Rennsport irgendwie geil. Und auch diese Bolt-on-Fenders, gab es alles schon von Werk aus. Ist auch wichtig, auf zu. Nicht vergessen. Weil nämlich mit dem Zentralverschluss links und rechts immer andersrum geht, also einmal links rum, einmal rechts rum. Und was halt damals, das wäre tatsächlich sogar mein Traum vom Fahren her, gar nicht mit Pedal Shift, sondern sequenzielles Getriebe, nur mit Hebel vor und zurück. Ne? Ja. Weiß ich nicht, stelle ich mir irgendwie so fahrtechnisch so als das Maximum emotional irgendwie vor. Ich, ne? Ich weil halt eine Mischung aus Einhand fahren und halt so die Gänge durchziehen und auch beim Runterschalten. Das finde ich immer faszinierend, dass man sich traut, bei so einem Rennwagen kurz die Hand vom Lenkrad zu nehmen, um zu schalten. Wird mir das nicht zutrauen, aber deswegen sind die Schalthebel ja auch so lang einfach, dass du nah am Lenkrad bist. Ja. Da verlässt auch. Ein 993 Turbo ist die Sammlung. Wird wahrscheinlich vorbereitet für eins der nächsten Fahrevents. Ja, also wenn du irgendwelche speziellen Autos hast, immer einfach raushauen. Ja, sobald mir was einfällt. Was ist das hier? Schau mal, runter. Achso, das meinst du, ist ein 935. Davon hat man zum 70. Jubiläum, also vor jetzt fast 6 Jahren, muss man sagen, hat man was gemacht für spezielle Kunden. Hat keine Straßenzulassung, ist auch nicht für den Motorsport. Also es gibt keine Klasse, bei der das Auto dazu passt. Aber im Großen und Ganzen eigentlich ein Rennwagen. So ein Speedtail, Longtail, ne? Ja, genau. So richtig krass langgezogen. Und ich war nur gerade. Die Auspuffanlage ist ziemlich schick. Das ist so eine Reminiszenz an Auspuffanlage, die es früher bei Porsche auch gab. Aber auch witzig, wie man die Unterschiede in den RSR sieht, ne? Wie viele verschiedene es dann da auf einmal gibt. Ja. Ne? Weil der ist ja hier schon wieder komplett geschlossen. Genau. Mit den Pipes nach links und rechts raus. Ja, also je nach Jahr, je nach Einsatzzweck, je nach Rennstrecke sind die sehr unterschiedlich. So unterschiedlich, dass ich selbst da mittlerweile nicht mehr immer durchgehe. Krass, aber wie stabil das ist, ne? Das Ding legt sich wirklich. Du kannst das ganze Auto mit wackeln an dem Diffusor. Muss halten, ne? Das finde ich auch geil.
Wenn der dazu noch die Finnen so leicht runter hat, ist gleich irgendwie nochmal 3 km/h schneller was. Bestimmt. Aber es ist witzig, dass du sagst, dass bei dir jetzt erst das Interesse zum Thema Motorsport kommt. Und auch so in den jungen Jahren, oder in meinen jungen Jahren, da fand ich Formel 1 cool, da war es auch noch cool. Dann, also ganz früh auch DTM. Dann war irgendwie so das Thema Motorsport für mich vom Tisch. Und dann habe ich erst viel, viel später so für mich, für die 70er, 80er Jahre, die Frühzeit der DTM, da war ich dann auch schon irgendwie 30, als mich das angefangen hat zu interessieren. DTM, STW gar nicht damals, weil war ich einfach auch noch zu jung für. So, gab es schon so in dem Moment gar nicht mehr. Aber dann natürlich, ich glaube, jeder von uns hat halt so diese Schumacher Formel 1 Zeit 2000er mitgenommen. Und ich glaube, das war dann auch, ich will nicht sagen so krass, also so gut, dass man, es gab halt einfach keine Steigerung mehr. Weißt du, das gab in dem Moment einfach keine Steigerung mehr und dann hat man lieber selber angefangen, ein bisschen zu schrauben. Schrauben und so weiter. Ne? Und jetzt ist es gefühlt so, höre ich aber auch aus vielen Kreisen, das hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass dass es A, mittlerweile einfacher geworden ist, auf der Rennstrecke zu fahren. Früher gab es ja gar nicht so viele private Trackday-Anbieter, dass man an jeder Ecke gefühlt jedes Wochenende irgendwo fahren kann. Dass da auf jeden Fall das Interesse wieder, wieder mehr wird. Ja, ich fand dann auch irgendwann mal sehr interessant zu lernen, wie viel tatsächlichen Einfluss das Thema Motorsport dann auf Serienfahrzeuge hat und so und dann diese ganzen Parallelen. Und das ist ja sowieso immer unser oder Porsches Steckenpferd gewesen vom Rennsport auf die Straße. Ja, das ist auch in vielen Bereichen bis heute so. Genau. Ne? 918 haben wir. Ist viele. die Ausstattung ist auf jeden Fall gefüllt, die Ausstellung. Ja, da haben wir schon was vorzuzeigen. Sogar Serienfahrzeuge. Das sind theoretisch alles Autos, die für die Serie gedacht waren? Oder nein, sind das alles irgendwie alles Vorserie? Weil das Auto ist limitiert. 918 Stück haben wir an Kunden in alle Welt verkauft. Das hier sind alles Nullserienautos, die wir nicht verkaufen können. Prototypen, Testfahrzeuge, Ausstellungsfahrzeuge, Rekordfahrzeuge. Aber also wir haben viel gesehen in letzter Zeit, ne? Aber dass du, also 918 zu sehen, finde ich bis heute immer noch ultra rar. Ja. Also gefühlt sieht man mehr Carrera GT aktuell als 918. 918 Also ist wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Und hier haben wir ja wirklich 1, 2, 3, 4, 5. Ja. So halb eigentlich nicht, aber das sind ja nochmal 2, ne? Ja. Spider Serienfahrzeug, also Vorproduktion, Seriennummer 0000, aber ohne Weißdachpaket. Ja. Das ist dann dieses Funktionsmodell im Prinzip, das 918 Spider auf Carrera GT Basis, erste fahrbare 918 Spider Technik. 918 Spider mit Weißdachpaket, erkennst du an den Flaps hier. Und dann weiteren Kleinigkeiten, unter anderem auch hier sind so Flaps mit eingebaut. Hier siehst du den Unterschied, keine Flaps in dem Luftauslass. Dann ist das entsprechend ein Fahrzeug ohne Weißdachpaket, finde ich persönlich schöner. Ist aber ein Import, also ein US-Modell, hier an dem zu erkennen. Weitere abgedeckte 918 Spider. Der ist im, das ist das Rekordfahrzeug, der Mattschwarze da vorne. Der ist damals Nürburgring-Rekord gefahren, Zeit weiß ich nicht mehr. Weitere Serie 918 Spider verdeckt und dann haben wir noch quasi diesen RSR 918 Spider Prototyp. Der fährt auch nicht, mit festem Dach, anderen Türen. War mal angedacht als Rennwagen, ist aber nicht zustande gekommen. Okay, danke. Und es sind nicht alle. Ich sehe da hinten auch noch ein paar. Genau, da geht es nämlich weiter. Und im Museum müssten auch welche, oder mindestens einer steht, glaube ich, auch im Museum. Die sind ja mittlerweile auch, ich will nicht sagen ins Alter gekommen, aber die sind ja schon ein paar Jahre alt. Und trotzdem guckst du in das Auto rein und denkst immer noch, dass es einfach nur geil und neu ist. Ne? Genau, das ist ein Prototyp, wie man sieht. Das ist eigentlich vom Chassis her ein Carrera GT. Wie der dahinter auch. Ne? Genau. Der stand doch auch bei John Pierre im Museum, oder ist das ein anderer? Das ist der. Der stand in Pace. Der kam jetzt auch erst kürzlich wieder zurück. Gut, dass du sagst. Stimmt. Das ist die Abgasanlage, so wie das in dem eigentlichen
Ja. Alter, wenn du da mal irgendwas am Motor schrauben musst, ist ja komplett Baustelle. Ja gut, das ist da nochmal speziell, weil das ja eigentlich ein Carrera GT-Chassis ist. Ja. Ne, und da steckt im Prinzip 918-Technik in dem Carrera GT. Also es ist anders, als es dann später in der Serie tatsächlich war. Und sowas war auch geplant? Zumindest gab es das Konzeptauto, im Prinzip Rennversion vom 918. Damals kam man aber dann eher, hat man dann die Investitionen, Kapazitäten eher auf das Thema 919, Langstrecke, Le Mans und so weiter umgemünzt. Und dann ist es hier bei dem einen, bei dieser Studie geblieben. Das fährt auch nicht, das Ding. Also es ist wirklich eine reine Studie. Interessante Geschichte, ich glaube, ich habe die schon mehrfach erzählt, aber es ist halt irgendwie schon typisch Porsche. Man hat dann überlegt, wo packt man die ganzen Steuereinheiten, Steuergeräte rein, weil es halt da nicht so Platz gab. Und du kannst jetzt auch nicht irgendwie Schrauben ins Carbon-Monocoque drehen und dann da irgendwas anbauen. Dann kam irgendjemand auf die Idee, nehmen wir halt einfach so eine Tagesbox und packen es da rein. Weil das Auto muss halt ja nur ein bisschen fahren. Noch schnell aus dem Werkzeugbau und ein paar Alu-Koffer. Ja, genau. Und los ging's. Pragmatisch, praktisch. Und noch eine 901.1 Heckpartie. Genau. Aufgeschnitten, verbreitert, damit es passt. Aber da sieht man mal, wie viel breiter es ist gegenüber einem normalen. Ja. Gegenüber einem normalen 901. Dann, hier geht, wie ihr seht, der Blick hier rüber ist eigentlich auch immer sehr spannend. Die Sammlung weiter. Hier oben sind oft Fahrzeuge, die ja einen gewissen Prototypenstatus haben. Diese Vorserien-Versuchsfahrzeuge mit unterschiedlichen Antriebsvarianten, speziellen Motoren, die es teilweise auch nie in die Serie schaffen. Einfach auch Versuchsfahrzeuge. Es gibt auch Fremdfabrikate hier, buntes Besteck an alle möglichen. Aber was ist das? Wo wird das so? Also es ist ja auch irgendeine Coupé-Heck, weil das Heck sieht irgendwie so. Das ist speziell. Das ist speziell. Also, das täuscht nicht nur, sondern das ist speziell. Das ist speziell. Da, oder? Ja, das ist speziell. Und hier? Also, ja, genau. War der Tuner wieder am Werk. Krasse Ausbruchanlage. Ist wahrscheinlich auch teilweise so vorserienmäßig, um mit Absicht die Leute zu verarschen, so ungefähr, weil man kann es ja nicht umgehen, dass hier und da mal ein Foto auftaucht, ne? Dass man sich dann halt mal überlegt, alles klar, man macht halt mal so einen Ausblick. Ja, da gibt es auch zum Beispiel da oben in der Mitte, man sieht nur das Heck von hier aus, das ist leicht aufgedeckt, wenn man es von hier aus filmst, ist 964. Wenn man sich jetzt den Auspuff anguckt und mal nach dem Motor sucht, findet man den Motor nicht, obwohl der eigentlich da hinten sein sollte. Weil da drunter ist, unter der 964 Karosserie, ist ein Boxster. Also da hat man einfach quasi den Boxster-Antrieb in eine 964 Karosserie gepackt, um damit Fahrversuche zu machen, als getarnte Variante. Aber es geht noch wilder. Ja. Erstmal ganz unauffällig ein 959er hier oben drin, ne? Aber hier. Eine M-Klasse, Was geht da? Auch speziell für Versuche, für Geräuschmessungen und so weiter, als es um die Cayenne-Entwicklung ging damals. Da ist auch ein Brabus-Hubraum-Motor drin, also der ist massiv leistungsgesteigert. Einfach um Erkenntnisse zu sammeln, da steckt auch viel Spezielles drunter und drin, einfach um Erkenntnisse zu sammeln rund um das Thema SUV-Entwicklung hier. Das heißt, das war bevor der erste Cayenne eigentlich auf den Markt kam? Ja, weiß, geht's hier weiter, GT1. Als Le Mans Variante, der müsste sogar fahren, das müsste auch das Auto sein, das fährt. Ja. Oder einer meiner persönlichen Lieblinge. Ja. Und quasi so eine Art Unicorn, die GT2 Variante, aber als Rennversion. Wie ist da jetzt die genaue Geschichte hinter? Habe ich mich immer gefragt. 993 gab es als Turbo. Ja. 993 gab es auch als GT2 und als GT2 in der Rennversion. Genau. Aber nur ganz, ganz wenige Fahrzeuge als Straßenversion davon, oder? Ja, und die sind halt exorbitant teuer heute. Das ist eine Rennversion davon. Also diese GT-Fahrzeuge sind ja immer Homologationsfahrzeuge. Mhm. Sprich, man hat die damals auch für die Straße herstellen müssen, weil die Motorsportregeln einfach vorgeschrieben haben, in der Rennklasse, in der die unterwegs waren, also hier GT2, waren dann entsprechend auch Turbomotoren erlaubt. Heckantrieb, Karosse musste auf einem Serienfahrzeug basieren, durfte auch nicht allzu arg verändert werden. Deswegen auch die angeschraubten Kotflügelverbreiterungen, was wir auch schon Jahrzehnte vorher hatten, also vor vielen anderen, in Anführungsstrichen, Tunern.
das ist eigentlich ein Homologationsauto, gab es auch für die Straße, weil es so sein musste. Und es gibt bei Porsche ja bis heute das Thema Kundensport. Das heißt, du kannst dir einen fertigen Rennwagen hier bestellen und kannst den dann entweder mit deinen Sponsoren bekleben oder eben nicht. Und für diesen Kundensport und für die ganzen verschiedenen Rennklassen auf der Welt gibt es eben dann Rennvarianten, und beim 993 gab es ein Evo und so weiter. Da gibt es viele verschiedene Varianten, je nach Jahr, je nach Klasse und so weiter. Es ist sehr schwer, da durchzublicken. Manchmal sind es nur aerodynamische Unterschiede, Frontstoßstange und so weiter. Aber das ist jetzt eine Ausführung, die ist so in Japan tatsächlich gefahren. Wie viele originale GT2 für die Straße gab es? Müsste ich nochmal nachgucken. Aber waren nicht viel, ganz 100, glaube ich, waren es. Müsste ich nochmal, habe ich hier gerade nicht im Kopf. Weil egal welches Auto ich bisher gesehen habe, es war immer ein Replika. Also dass man da wirklich einen Originalen erwischt. Ja, die kosten auch alle deutlich über 1 Million, die Originalen. Und das fährt kaum jemand mehr. Also es ist wirklich was rein zum Sammeln. Ja, hier kann man halt echt zu jedem Auto. Ja. Ich meine, wir wissen ja alle, du hast ein gewisses Faible für turbobetriebene Fahrzeuge. Da ist der hier eigentlich ganz passend. Das ist quasi der erste Straßen 911 mit Turbomotor. Das ist ein Prototyp gewesen, der ging an Luise Pirch vor bald exakt 50 Jahren. Und es ist noch ein 2,7 Liter mit schmaler Karosserie, aber schon mit einem Turbolader. Da kommen wir später nochmal auf jeden Fall zu, auf Thema 50 Jahre Porsche Turbo, weil ich musste selber erstmal nachrechnen. Niemals hätte ich so aus dem Bauch raus gesagt, dass es schon 50 Jahre einen Porsche Turbo gibt. Ne? Ja. Wenn man sich so überlegt. Ne? Weil so gefühlt war für mich immer der erste Porsche Turbo, an den ich sofort denken würde, 964. Das war für mich so der so, dachte ich so, ey, das kann keine 50 Jahre sein. Nee, weil es gab halt auch davor schon Modelle. Ne? Gab davor schon Modelle, ja. Und achso, der wurde nur für Sie gebaut und kam dann wieder zurück. Und blieb für immer in der Sammlung. Genau. Ist auch von außen unrestauriert und innen auch noch original. Technisch natürlich hier und da mal was gemacht. Sicherlich hat er auch neue Reifen mittlerweile. Aber sonst eigentlich unberührt. Finde ich immer sehr charmant. Ja. Und meine, hier haben wir einen relativ oder noch aktuellen Macan. Das ist natürlich hier von neu bis alt, ist wie vorhin schon erwähnt, alles mit dabei. Also du musst ja heute schon sammeln für morgen und entsprechend weit denken. Ist auch schwierig zu mal entscheiden, ne? was nimmt man, ja, was klar. Nimmt man nicht. Klar. Hier so ein altes Werkfeuerwehr, alten Cayenne. Ja. Aber macht sich halt hier und da in der Sammlung auch immer mal cool, ne? Wenn ja, na klar. Cayenne irgendwie mal ein Jubiläum hat, ist sowas halt schon cool. Ja. Mein, du, weißt, bevor du, also ich sag mal, wir können natürlich dann ins Museum jeden Cayenne stellen, aber so ein Werkfeuerwehr-Cayenne siehst du halt sonst nicht. Und wenn du den ins Museum stellst oder ausleihst an andere Museen oder so, dann ist es schon. 997.2 GT3 war für mich, finde ich, bis heute eins der schönsten Autos. Ja, stimmt. Der gefällt mir persönlich auch. Das Facelift von dem 997, wo dann hinten die Rückleuchten sind, irgendwie gleich deutlich kleiner und besser eingelassen in dem Auto. Ne? Für mich wirklich wunderschönes, perfektes Auto, so wie er da steht. Mhm. Ja klar, und dann hier so 924. Ist eigentlich auch ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. Nee, vor allem als eigentlich das coolste Auto als Einstieg. Ich meine, es muss nicht gleich ein Turbo sein wie hier. Gut, das ist ein Prototyp mit Targa, also mit richtigem Targa-Dach. Es gab ja dieses Hubdach, quasi so ein herausnehmbares Dach. Haben viele gesagt, das heißt Targa. Ist nicht, bei den Transaxle hieß das immer quasi Hubdach. Ja, und hier ist ein richtiger Targa-Prototyp. Aber diese 924 Turbo oder 944 Turbo sind super spannende Autos, weil sie eigentlich einen schönen Einstieg bieten in die Porsche-Welt und in so einen gewissen Youngtimer-Lifestyle und so. Ist eigentlich echt, finde ich, ein ziemlich spannendes Auto. Hier kann man mal perfekt zeigen, wie man einfach immer wieder aus einem, ich sage jetzt mal vorsichtig, normalen Auto mit wenigen Handgriffen das Bossmobil macht, ne? Ja, genau. Was halt einfach nur so ein bisschen... Wortwörtlich das Bossmobil. Ja, das schon passt ja sogar. Ja. Also mit so ein bisschen Breitbau, so ein bisschen Felge, Alter, gleich ganz andere Auto, ne? Ja. Ist auch ganz witzig. Hier sieht man den schönen Vergleich. Der 924 ist ja ganz schmal, ne? Und beim 944 hat man dann hinten die Seitenwände rausgeholt und hier die Kotflügel sind auch etwas breiter und hier ist halt die quasi Extremversion. Sieht dann gleich deutlich, aber auch Innenausstattung auch geil. Ja, Kascha. Wild.
den haben wir sogar zugekauft mal für die Sammlung. Und um auf deine Frage zurückzukommen. Neu, das Auto. Ja, das ist ein Auto, da kann ich mich noch erinnern, als ich hier in der Sammlung war, den haben wir dazu gekauft, weil wir keinen normalen 944 in so einer Konfiguration hatten. Die Autos, die man hier sonst hatte, waren Prototypen, waren nicht für den Fahreinsatz oder sowas geeignet. Und? Ja, Alarmanlage. Das gab ein Nachrüstset, das konntest du dir dann bei deinem Porsche-Händler reinbauen lassen. Das haben ganz viele gemacht, eine Alarmanlage. Dann hattest du quasi zwei Schlüssel. Das heißt, du konntest einmal auf abschließen, genau, und einmal Alarmanlage an. Das ist ja noch die nette Variante, wenn sie es hier reingebaut haben. Ganz oft haben sie das Loch hier in die Seitenwand reingemacht. Was, ja, eine Seitenwand ist anders getauscht als eine Tür. Ne? Gibt es leider ziemlich oft. Das ist Geschichte. Ja, noch schlimmer sind die auf dem Baumarktparkplatz ausgeschnitten. Einfach. Und das hier ist doch wieder so ein typisches Emissionsfahrzeug, ja, oder? Genau. Ja. Mit so einer fetten Tröte hinten drauf. Ja. Und schau mal, spannend, da sind 991 Felgen drauf. Also 991, glaube ich, Felgen. Weil das Auto einfach wirklich bis vor wenigen Jahren auch noch im Einsatz war. Ganz normal, Prüfstandsfahrzeug. Jahrzehntelang. Hat halt funktioniert, dann muss man es nicht unbedingt wegwerfen oder tauschen. Ah, das heißt, da geht es gar nicht nur unbedingt darum, jetzt emissionstechnisch irgendwie irgendwas motormäßig, sondern ja, das kann auch mal eine Radreifenkombination, ja, sein, solche Spielchen. Ja, 996 Vorserienfahrzeug wird dann halt extrem getarnt. Stimmt, ne? Ja. Wenn man so sieht. Guck mal, einfach wirklich so einen alten 993, wobei das könnte sogar 964 ja, Front so, ja, dran kleben und gib ihm. Und das ist ja jetzt, wenn du nahe dran stehst, ist ja auch nicht irgendwas Normales. Richtig. Ne? Weil das Seitenteil ist ja auch breiter, mit, genau, Schlitz, mit Öffnung. Ja, das ist 997 GT3 mit diesem Schwungradspeicher. Es gab ja Versuche mal, das haben wir auch im Motorsport getestet, eine Hybridvariante ohne Batterie, aber mit Schwungradspeicher. Es sieht aus wie so ein, ja, riesiger, ja, Fluxkompensator. Ist eigentlich im Rennwagen auf der Beifahrerseite oder statt des Beifahrersitzes montiert, wegen der Gewichtsverteilung. Und das ist ein Straßenerprobungsauto, bei dem sitzt der Schwungradspeicher statt der Rückbank da, weil, ne, damit noch ein zweiter Ingenieur mitfahren kann. Und das ist eben das Auto. Oben haben wir auch noch Chassis von 993-996 GT1. Das siehst du aber den Unterschied zu dem Auto, welches wir eingangs gesehen haben, das sind noch Stahlchassis. Da ist quasi von der vorderen Spitze bis zur, ja, Schottwand oder fast bis zur B-Säule ist eigentlich Serie 993. Mhm. Nur halt ein bisschen auseinandergeschnitten. Geil, wie der Rahmen durch den Tank durchgeht. Ja. Wo wurde sowas dann gebaut? In Weißach. Ja. Okay, das war alles immer Weißach, da ist wirklich, genau, dann. Und da wird dann wirklich Rohkarosse, ja, hingeliefert, ja, und da alles. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass die Zellen extern eingeschweißt wurden bei den Autos. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, aber grundsätzlich wurden die Rennwagen in Flacht gebaut. Das ist, die Rennsportabteilung sitzt in Flacht. Mhm. Wie weit ist das von hier? Von hier, je nach Verkehrslage, 20 bis 40 Minuten. Hier ist auch was ganz Spannendes, weg vom Motorsport hin zur Serie. Farbe ist geil. Ist auch offen. So. Eigentlich echt entspannt. Aber er ist auch reiner Prototyp, ne? Ja, gab es zwei Stück. Einer ist in den USA, einen haben wir. Wie, das Ding heißt dann 928? 928 Viertürer einfach. Viertürer. Oder H50 ist die interne Bezeichnung. Gab schon, eigentlich seit dem 356 gab es Versuche, einen Porsche zu schaffen, der vollwertig Platz bietet für vier Personen und ein bisschen Reisegepäck. Und für mich ist hat man das immer der Wahnsinn, wie viel Aufwand das ist, so ein Auto für Menge 2 zu bauen. Alter. Ja, ja, Wahnsinn. So, weil es ist ja schon jedes Teil irgendwie ein, ja, Prototyp. Ja. Oh, sieht sogar ehrlich gesagt recht bequem aus da hinten drin. Ja, vor allem, guck mal, wie leicht du eigentlich quasi ein Kind auch da hinten rein. Weißt du, Kinder sitzt und dann ohne B-Säule, ohne nix einfach hinten reinsitzen. Das ist echt ganz angenehm. Ja, man guckt gefühlt in jedes Auto rein und jedes Auto, irgendwas auch hier schon wieder, so eigentlich so ein Turbo, ne?
Aber wenn du dann da hinten reinguckst und alles zu ist und da so Kanäle hochgehen und da alles zu ist, wird da ja auch schon wieder irgendwas vielleicht anders dran sein. Vielleicht kommst du ja drauf, was da drin steckt. Schau dich mal um und schau mal aufs Tacho und so. Ja, also wird wahrscheinlich auch irgendwas Hybridmäßiges sein oder wie sowas in der Richtung. Oder? Ja. Würde ich jetzt mal so quasi 9-18 beide. Ach, komplett in dem Auto. Krass. Ja. Das war auch meine Reaktion. So, ja, also wenn man ja weiß, was das da vorne für ein Motor war, ne? Und genau. Jetzt so, also. Ne? Geil. Also das, die Leute, die sowas bauen, das muss schon eigentlich ein absoluter Traumjob sein. Das ist richtig, ja, genau. Man, wenn man da ein Faible so wie wir für hat, sowas so zu bauen, und es kommt einer an, ich überlege mir so, du sitzt so in der Montagsmorgensitzung, wir haben eine neue Idee, ihr habt da einen 918 und einen aktuellen Turbo, baut da mal diesen Motor ein. Vor allem, wir müssen einen bauen, weil wir müssen ja irgendwie ein Auto haben, mit dem wir Erprobungen machen können, nur bevor die Karosse, also bevor die Optik kommuniziert ist. Ne? Und dann baust du halt sowas, um den Antriebsstrang halt auch auf der Straße zu fahren, im normalen Alltagsbetrieb, natürlich auch mal auf die Rennstrecke gehen. Im Grundsatz brauchst du sowas. Und dann, wenn du den Auftrag bekommst, ne, baut uns sowas. Das muss, vor allem, du kannst dich ja dann aus dem OM, also aus dem Werksbaukasten bedienen. Das ist schon, glaube ich, ziemlich spannend. Ah, das heißt, das Ding wurde gebaut, bevor der 918 überhaupt auf der Straße kam, um Technik so ein bisschen in dem Auto erstmal zu testen. Ja. Wahrscheinlich Abstimmungen und so finale Geschichten. Ja, ja. Was den Kollegen auch sehr gut gelungen ist. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal irgendwie 500 Meter 918 Spider gefahren bin im E-Modus. Und dann fährst du. Und dann geht halt einfach ganz natürlich und normal, ohne Rucken, ohne irgendeinen mechanisch spürbaren Widerstand, geht einfach ein Motor an. Du hörst es halt nur extrem, weil es. Aber das ist schon echt mega. Und es ist auch schon über 10 Jahre alt, das Auto. Also, das ist in diesen Sammlungen immer das Problem, weil das ist jedes Auto hier. Ne? Man läuft daran vorbei und denkt sich so, boah, hat halt rote Gurte, ne? Das ist ein Turbo. Gibt es zu diesen Autos, wie macht man das konzernintern, gibt es da irgendwie wie eine Art Kartei, wo alles, was so in deinem Kopf gerade rumschwirrt, auch mal einer ablegt? Oder ist das tatsächlich so, dass das nur in dem Moment in deinem Kopf oder in anderen Köpfen ist? Es gibt beides. Also es gibt definitiv eine Sammlungsdokumentation, also mit Infos und so weiter. Aber bei vielen Prototypen gibt es natürlich auch aus dem Projekt, gibt es natürlich auch Unterlagen, die dann irgendwo rumliegen. Und dadurch sammelst du so deine Informationen. Es gibt zu jedem Auto mal so zumindest ein oberflächliches Datenblatt. Ah, das gibt's, okay. Das gibt es zu fast jedem Auto. Ja. Ein Datenblatt oberflächlich in dem Sinne, dass da halt diese typischen Facts dabei sind und die tieferen Informationen, die muss man dann schon irgendwie sich aneignen. Muss man sie suchen. Genau. Und als ich halt damals in der Sammlung war, war vieles noch nicht ganz bekannt. Das heißt, wir haben viel recherchiert und du hast dann auch noch viel Berührung mit den Kollegen, die Projekte damals gemacht haben, kriegst du auch noch Infos. Ja, und irgendwie kommen die Informationen immer zu einem. Das sieht so ein bisschen hier so nach Veranstaltungen aus. Oder? Als wenn ihr eine Bühne auf, oder ist das nur für Fotos? Das ist nur für Fotos. Ja. Tatsächlich, das war auch noch zu meiner Zeit hier in der Sammlung, haben wir entschieden, wir bräuchten standardisierte Bilder der Sammlung. Weißt du, dass du von jedem Auto aus standardisierten Winkeln, Motorraum, bla bla, Standardbilder hast. Und dafür haben wir hier ein Fotostudio eingerichtet und haben da mal irgendwie sukzessive die ganze Sammlung durchfotografiert. Das ist auch abgeschlossen. Die Sammlung ändert sich immer mal wieder, also es kommt in der Regel immer mal wieder was dazu. Dann wird es hier auch geshootet. Dafür ist es hier. Das heißt, dass wenn man mal doch verschiedene Autos zusammen in eine Broschüre oder so packt, immer die gleiche Perspektive hat, dass einfach zueinander passt. Für Broschüren macht man das nicht hier. Das ist wirklich nur für die Sammlung. Es gibt noch ein Fotostudio für, sage ich jetzt mal, solche Katalogproduktionen. Sieht das auf jeden Fall sehr episch aus, wie das Auto hier mittendrin steht. Ist jetzt natürlich auch genau das passende Auto dafür. Richtig, ja. Also ich glaube, mehr Scheunenpfund geht ja bald auch nicht. Ja. Aber wahrscheinlich irgendwas Amerika oder so, wenn ich den Lack sehe. Vermutlich sieht so aus, auch die Aufkleber hier sprechen. Hier, guck mal. Pomona. Ja, ja. Westlot Parking Lot. Pomona, das ist doch irgendwo in Kalifornien. Da gibt es auch immer so einen riesen. Vor allem so Swap-Meets. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist hier nicht irgendwie, dass es im Auto gebrannt hat, sondern. Der hat Sonne gesehen. So krass Sonne, dass selbst das Leder und das Plastik so. Aber klar, es gibt ja immer mal Zeiten, wo halt mal so richtig die Sonne ballert. Ich muss dazu sagen, ich kenne das Ding nicht.
Ich weiß nicht, woher es kommt und was es hier macht, aber es sieht geil aus. Wir können ja jetzt mal darüber gehen. Das ist sozusagen die GT-Ecke, Spoiler-Ecke. Ja, mal hier lang. Da kommen wir nicht da rein? Nein, überhaupt nicht. Ja, okay, komm. Ich grinse die ganze Zeit. So, dass man da von der Seite mal so mit dem Motor drauf gucken kann. Ja, das ist super. Vor allem mit dieser Goldbeschichtung da unten drin. Also eigentlich grinst mich nur eine Sache ein. Dass da tatsächlich ein gefräster Block drin ist. Oh ja. Habe ich schon die ganze Zeit gesehen, das musste ich euch einfach zeigen. Aber ich muss jetzt auch gerade erstmal überlegen, sieht aus wie ein Vierzylinder. Ja. Der da drin ist, würde ich jetzt mal so pauschal erstmal so wie einen V4. Ja. Also hybridisiert. Mhm. Und sehr kompakt. Vor allem wie flach, das ist halt immer im Rennsport so, wie flach dieser Motor drin ist. Gefühlt ist das Getriebe höher als der eigentliche Motor. Ne? Also das ist ja wirklich so richtig, richtig flach. Möglichst tiefer Schwerpunkt. Ja, ja. Vor allem auch noch so mit dieser Öffnung in dem Block da drin, Wahnsinn. Ist auch cool, siehst du, der Block ist ja direkt quasi an Chassis und Getriebe dran. Also da ist nicht nochmal ein Hilfsrahmen oder ein Tragerahmen oder so. Das heißt, eigentlich hat man einen Vorderwagen. Und ein Getriebe und dazwischen der Motor. Und das sind wirklich die drei Teile. Ne? Genau. Und, klar, dass das natürlich im Crash-Falle einfach mit Absicht an manchen Stellen auseinanderreißt. Muss es, ja. Muss es, ne? Ja. Auch so, was ich halt bei Rennautos immer geil finde, ist auch der Bereich hier, der einfach ganz anders ausgelegt ist wie bei normalen Autos, dass einfach die ganze Luft vorne unter dem Auto wieder weg kann. Hier sieht man doch nochmal gut. Aber das ist so ein typischer Punkt, was ich vorhin sagte, man kann einfach auch nicht jedes Auto kennen. Also ich kann nicht jedes Auto kennen. Ich hätte jetzt wirklich nicht gewusst, dass sie damals mit einem V4 gefahren sind. Ja. So, ne? Also in jedem Auto hängt jetzt ja hier ein gefräster V4 drin. Das heißt, der wird da immer drin gewesen sein. Ja. Ich hätte es wirklich nicht gewusst, aber ich muss trotzdem noch hingucken. Hier kann man ein bisschen besser gucken. Weil das ist ja auch, wie alt ist sowas ungefähr? Ja, wann sind die gefahren? 2017, 2018, also nicht allzu alt. Haben noch keine H-Zulassung. Kommt noch. Ja. Ich gucke nämlich gerade auch, wie... Das ist schon der Wahnsinn, wie... Hier muss ja irgendwie, also Zylinder, hier ist offen. So, irgendwie muss ja aber die Verbindung sein zu den Nockenwellen oben. Das heißt, entweder eine Kette oder ein Zahnriemen, was ich der Meinung bin, hier gar nicht reinpasst, sondern ich glaube, hier sind ganz flache Stirnräder hinter. Ist wahrscheinlich so, ne? Guck mal, wie klein das einfach alles aufbaut, damit sich das überhaupt so realisieren lässt. Und vor allem, wie stabil das ist, weil es ja Teil des Rahmens ist quasi. Komplett, ja. Also da wird weniger das Problem sein, dass der Motorblock die Kraft nicht aushält, die er als Leistung entwickelt, sondern dass es halt einfach das ganze Auto einfach halten muss. Ne? Ja, okay. Geht mein Herz ja auf. Naja, also da muss es den einen oder anderen Traumjob auf jeden Fall geben. Ja, gibt es bei uns viele. Ich würde sagen, der Kopf raucht schon. Benni, vielen, vielen Dank. Wir machen hier einen kleinen Cut. Teil 1 haben wir geschafft. Sonst haben wir wieder... achtfache Überlänge, weil ich sehe, das geht jetzt ja auch erst gefühlt richtig los. Ja, jetzt wird es nochmal extrem spannend, das ist richtig. So viel schon mal heiligen Hallen von Porsche. Komplett unterschätzt, wie viel dann doch hier steht. Und du sagst auch noch, es ist ja nur ein Bruchteil und wir sehen ja noch jede Menge. Deswegen freut euch auf Teil 2. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.